Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer unglaublichen kleinen Miniserie, die wir aufnehmen werden mit Jack Fleischhammer zusammen. Hallo, Jack Fleischhammer. Winke, winke. Ein Tachchen, was geht ab? Sehr schön, dass wir es mal wieder zusammengefunden haben, jetzt es hier an diesem Tisch. Es hat lange gedauert, genau. Unglaublich lange. Und es ist was Lustiges passiert. Ich wurde angeschrieben von dem Entwickler von Interloper. Und der hat gesagt, ey, hast du nicht Lust, das mal zu probieren? Ich habe gesagt, okay, aber gib mir nochmal einen Key für Jack und dann machen wir vielleicht Sachen. Und jetzt machen wir Sachen. Leute, yeah. Interloper, es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, aber mal ein ganz was anderes. Aber ja, doch, das hat schon seinen eigenen Style so. Ja. Auch seine eigene, aber im Endeffekt ist es doch schon ein StarCraft. Es ist StarCraft 3. Quasi. Ja? Wir spielen jetzt hier ein Level, wo das noch nicht so ganz durchkommt. Ja, wir wollen euch quasi die Basics des Spiels zeigen. Wie es aussieht, machen wir so, weiß nicht, so 2-3 Folgen, die kürzer sind, aber die halt das Spiel intensiver. So ein bisschen intensiv zeigen. Die ersten intensiv. Momente und Bilder können vielleicht so aussehen, als wenn das Spiel langweilig wäre oder komisch, gar nicht echt strategiemäßig. Denn, und das können wir ja jetzt schon mal sagen, es gewinnt derjenige, der 75% des Levels eingenommen hat. Ja, man wählt am Anfang eine Rasse aus. Meine Rasse ist türkis, Jax ist orange. Ja. Und man muss da so ein bisschen rumfahren und das Gebiet einnehmen. Werdet ihr gleich sehen. Aber man kann halt auch Einheiten bauen in so Bases und so weiter. Und das will ich nochmal ganz kurz vorweg sagen, bevor wir anfangen, lieber Jack. Ich fahre jetzt mit der Maus über so einen Bunker, nenne ich das. Da produziert man Einheiten. Und diese Energieknotenpunkte, die geben diesen Bunkern Energie. Und wenn die Energie haben, dann bauen die Sachen. Und wenn die mehr Energie haben, weil es mehr Knoten gibt, dann bauen die schneller. Ah, okay, das ist auch für mich alles neu jetzt gerade gewesen. Ah ja. aber das ist kein Problem. Du weißt genau, wir haben jetzt gerade schon 2 Runden hinter und... Ja, Jack ist mal wieder irgendwie natürlicherweise besser. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. was ich jetzt vielleicht noch vorweg sage, bevor wir jetzt gleich in diese harte Kampfsituation gehen, weil die ist wirklich hart und die fickt mein Gehirn jedes Mal. Wenn man ein Gebiet eingenommen hat, 10 Minuten dann Stille, wolltest du die jetzt ansagen? Also. erzähl weiter. Wenn man ein Gebiet eingenommen hat, können die eigenen Einheiten, die ein bisschen aussehen wie kleine Spermchen, können in dem eigenen Gebiet rumfahren. Wenn die im Gegnergebiet sind, dann nehmen die Schaden und sterben irgendwann, nach einer nicht allzu langen Zeit. Und man kann halt den gegnerischen Sentinel, also das sind Sentinels, unsere Hauptdinger, ja, die wir gleich bewegen. Ja. Die können ihn blockieren. Der kann dann nicht weiter, wenn er eine Einheit ist. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich innerhalb des Spiels zeigen. Wollen wir das innerhalb des Spiels zeigen, lieber das Jack? Das werden wir innerhalb des Spiels zeigen, denke ich. Okay, ich wähle meinen Sentinel aus. Auch? Ich habe ihn ausgewählt und jetzt, ich werde bei mir schon mal so einen Weg quasi, einmal mit Shift quasi ihm fest. Zack. So, und jetzt geht's los. Sobald beide den Sentinel bewegt haben, geht das Ganze los. Und der dreckige Penner hat sich eine andere Taktik überlegt. Als gerade eben noch, ne? Das finde ich nicht gut. Aber vielleicht können wir ihn blockieren. Nein, wir können ihn nicht blockieren. Aber er so, will uns und das blockieren. Spiel ist festgefahren ab sofort. Ohne Scheiß. Bei solchen Sachen habe ich mir echt oft überlegt, was macht man denn jetzt? Weil ich produziere Einheiten. Du produzierst Einheiten. Ja, aber wo willst du mit deinen Einheiten hin? Tja, wo willst du mit deinen Einheiten hin? Ich werde mit meiner Einheit hier hin und mach dann Ditte. Ja, und ich mache dann die Einheit kaputt. Haha! Und im Moment produzierst du keine Einheiten. Das ist ich korrekt. Aber schon. Und jetzt kann ich hier schön ein Gebiet einnehmen. Diese Einheiten hier blockieren, wie gesagt. Stell ich mal hier hin. Ah, Mist. So, weiter eingenommen. Und dann kann ich mit der hier oben hin. Kann ich ihn hier oben blockieren. Und hier kann ich ihn da blockieren. Und. Du willst, die müssen miteinander verbunden sein, damit die der Energiefluss herrscht. Das sieht man ja in so kleine Linien. Ist das so? Ich war mir noch nicht so ganz so sicher. So ist das. Oder? So ist das. Das ist natürlich jetzt dämlich. Ich bin total im Rückstand und werde einfach. Ja, wir müssen mal gucken. Ich blockiere mal hier. Und wenn jetzt eine Einheit von Jack könnte jetzt eine von meinen Einheiten kaputt machen. Das ist durchaus möglich. Das reicht aber dann nicht. Das würde hier nicht reichen. Du bräuchtest hier quasi 3, um da erfolgreich durchzukommen. Jetzt und durch diese mittlerweile Situation, 3. Ja, das ist kacke. Ja, die Situation ist sehr doof gelaufen. Die Situation eben hat quasi mir den Sieg herbeigebracht. Genau. Sehr gut für das erste Video. Wir machen aber direkt noch eine Partie. Wir machen Revanche. bitte. Wir machen Revanche, damit die Leute vielleicht auch mal jetzt ein bisschen verstehen. Also diese Viecher, 1 gegen 1 machen die sich gegenseitig kaputt. Und man kann auch im späteren Verlauf noch andere Einheitentypen bauen. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich in einem späteren Video.
Ich habe jetzt einfach angefangen. Du hast. Ja, klar. Die hat ja jetzt. Die war ja jetzt gar nichts, war die ja. Mach quasi das gleiche wie du, nur andersrum. Ja, und das ist immer. Dann fängt quasi der Skill an zu entscheiden, wie man jetzt tatsächlich Sachen macht dann, ne? Du hättest übrigens ganz normal warten können, bis deine Einheit fertig gewesen wäre. Und dann hättest du hier besser blockieren können, finde ich. Behaupte ich jetzt mal. Oh, schnell durch. Ah, schade. Schnell durch. Oh, jetzt blockiert er mich hier. Das ist nicht gut. Und was ihr noch wissen müsst, man kann sich mit der Space-Taste in so einen Zustand bringen, wo man auch durch Gegnergebiet durch kann und so, aber dann blockiert man selbst nicht. Man kann sich erst wieder in seinem eigenen Gebiet quasi hinzaubern zu irgendwas, was Sinn macht. War das jetzt sinnvoll, was ich gerade gesagt habe? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ja. Nicht. Man kann auch Wegpunkte setzen übrigens von diesen. Man kann auch Wegpunkte Bases. für seine Bunker quasi bauen. Oh shit. Nein. Oh. Nein, das habe ich verkehrt. Oh. Alter. Oh shit. Mann, Achim. Und jetzt hat er was nicht gemerkt, liebe Jack. Und zwar, dass ich da mehr Einheiten hatte. Ganz kurz, nicht gemerkt, nein. Und recht. Oh! Gerade so blockiert! Nein! Ey, das Spiel macht mich so fertig, ne? Das ist übel, das ist wirklich übel. Nein! Ja, durch! Ich hab's durch. Er hat mich blockiert. Okay, Leute, ganz ruhig bleiben. Jetzt soll man hier produzieren, ey, scheiße. Dieses Jahr. Und das ist das Schwierige an diesem Spiel. Man muss sich konzentrieren, einerseits auf das Bauen der Einheiten und andererseits auf seinen Sentinel, der hier die neuen Gebiete fest einnimmt. Nein, das war das. Oh shit, nicht dadurch. Oh, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Komm, nimm ein. Oh yes, gewonnen. Yeah. 75% des Levels eingenommen. Oh yes. Komm, mach eine. Okay, eine machen wir noch in dieser Folge. Ja. Und, fahre ich die gleiche Taktik, ist die Frage. Das ist immer so eine Sache. Gerade auf so einfachen Maps. Zack. Go. Okay, das wird schon. Ist ja lustig, dass du in den Warmwertspielen so viel besser warst, ne? Ja. Das ist der Druck, Mann. Das ist der unheimliche Druck. Oh, verpiss dich! Oh! Komm her! Oh shit. Ach, da kann ich nicht ruf denn. Ah, okay. Nee, ich glaube, wenn die produzieren oder irgendwie sowas. Hit! Oh! Okay, Hit. Bin ich hier blockiert. Ist okay. Und wieder hast du mehr Scheiße. Das ist Scheiße. Naja. Wer weiß das schon? Ist das so scheiße? Ist das vielleicht... Ja, es ist schon sehr scheiße, ist das einfach mal. Oh, siehst du, guck, du hast mir meine Energie weggenommen. Und dadurch kann ich nichts tun. Ich kann nichts mehr tun. Ich krieg keine Einheiten mehr. Also es wird schwierig für dich. Nee, das Ding ist verloren. Okay, spätestens jetzt ist es verloren. Weil jetzt kann ich dich hier blockieren. Und du kannst mich nicht entblockieren. Und jetzt leuchtet es schon auf. Jetzt leuchtet es schon auf. Oh. Warte, ich schicke hier Einheiten hin, damit du hier nicht hinkannst. Vielleicht hätte das auch schon gereicht. Was soll ich jetzt machen? Wieso verliere ich nicht? Ich kann gar nichts mehr machen. Ich muss sagen. Eine Revanche noch. Come on. Komm, gib mir noch mal eine. Alles klar. Taktik. Okay. Wieso geht das jetzt hier nicht? Hast du wieder deine Feststelltaste gedrückt? Nee, eigentlich nicht. Oh Mann, ey. Und das ist wirklich, das hier ist noch die einfachste Stufe, Leute. Es gibt noch so viel komplexeres Zeug. Richtig harte Levels, ja. Was halt auch für meinen Kopf einfach nicht geeignet ist. Es sind zu viele Baustellen. Ich habe gegen den schweren Rechner nichts mehr geschafft. Nichts. Okay, wir müssen hier durch. Die KI ist echt gut, ne? Die KI ist saugut. Oh. Oh. Ah, brauchst nicht probieren. Gar kein Problem. Nee. Okay, dann machen wir das so.
Oh, das mag ein Fehler von dir gewesen sein. Mag sogar sein. Jetzt kann ich hier durch. Chuck, du siehst mich jetzt nicht, ne? Nein. Und dann bin ich auch ein bisschen schneller und kann jetzt hier taktisch klug noch so einen Punkt einnehmen. Die überleben das kleine Stückchen hier im Feindesland. Ey. Ja, was denn? Ja, was ist denn? Was ist los? Oh, shit, ich hab nicht aufgepasst. Schneller, Jungs! Oh. Aber gut. Aber gut, oh. Aber gut. Aber da kommst du auch nicht weiter jetzt. Gut, gut, gut. Naja, im Moment nicht. Das ist nicht schlimm. So, die mal dahin. Und die jetzt mal hier. Wie viel Einheiten der baut. Na, komm her, komm her, komm her, komm. Oh. Nee. Oh, what? Was ist das denn? Wie ist das denn passiert? Ja, das war der Druck. Das war der psychische Druck. Okay, ich muss hier hin. Ich muss hier rüber. Okay, alle ganz schnell dahin. Was machst du denn da? Oh, shit. Nein, das reicht nicht. Achso, du kannst ja da nicht hin. Okay. Ah. Oh. Geht schon wieder los. Oh! Ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Alter. Mann, ich muss mehr verteidigen, das ist so scheiße. Hier noch einnehmen. Jawoll! Nein. Oh mein Gott, da muss man echt hart knobeln, ne? Das ist. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Auf jeden Vor Fall. Allem muss man viel arbeiten mit diesem Unsichtbar werden und irgendwie sich durchschmudeln. Das habe ich noch nicht vorher, ja. Die Idee ist echt gut, ja. Und dann bist du ja auch einen minimalen Ticken schneller. Das muss man halt auch nochmal mit einbeziehen, ne? Stimmt. Alles klar, dann würde ich sagen, was ist für diese kleine, kurze, kompakte erste Folge? Und wir werden in der nächsten Folge, die morgen oder übermorgen kommt, irgendwie sowas. Werden wir vielleicht mal ein etwas größeres Level angehen. Ich weiß noch nicht, ob wir die neuen Einheitentypen zeigen werden. Aber das wird sich dann rausstellen und wahrscheinlich werde ich Jack nochmal wegmachen. Ich bin mir doch nicht ganz sicher. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und tobt euch in den Kommentaren aus, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich finde es sehr, sehr interessant. Bin aber der Meinung, man braucht auf jeden Fall menschliche Gegner, um hier viel Spaß zu haben, weil KI, klar. Ne? Entweder sie ist zu leicht oder sie ist zu schwer. Finde ich. So sieht's aus. Was auch immer. Ich sage, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich einfach mal platt machen werde. Soweit. Es ist soweit. Ich würde es gerne mal sehen irgendwann mal. Wiederhören. Bis dann, tschüss.